Er hat französische Wurzeln, war Österreich-Chef der Marke Levi's und ein Weltenbummler. Heute betreibt Nicolas Etuvenard eine kleine Putzerei, Änderungsschneiderei und Maßhemdenanfertigung in Schwechat. Mit Nicolas-Shirts bietet Nicolas Etuvenard eine für Schwechat einzigartige Kombination aus Änderungsschneiderei, Reinigung und Maßhemden in der Franz-Schubert-Straße an. Wir versuchen einfach, Menschen glücklich zu machen mit guter Kleidung, mit gutem Geschmack. Versuchen wir, Menschen einzukleiden. Mit 2 Jahren habe ich begonnen, Stoff zu schneiden. Und dann war ich jahrelang, ich bin aufgewachsen in einem Textilunternehmen und war jahrelang im Ausland. Zuerst war ich 4 Jahre in Italien, dann war ich 1,5 Jahre in Casablanca. Dann haben wir produziert für Van Gils und Lacroix. Und so ist es dann weitergegangen. Paris, Beirut, Deutschland. Also ich hab nie was anderes gemacht, außer mich zu beschäftigen mit Textilien. Mode, Textilien. Ja, das ist mein Leben. Sie haben französische Wurzeln. Geht das irgendwie Hand in Hand mit der Mode? Glaube ich nicht. Also mein Großvater ist Franzose und der ist nach dem Zweiten Weltkrieg nach Wien gekommen als Soldat und hat meine Großmutter kennengelernt. Und dadurch sind die Wurzeln da, aber ich war immer sehr frankophil, bin auch so aufgewachsen, hat mir immer gut gefallen, dieses Land. Aber mit der Mode hat das eigentlich, glaube ich, weniger zu tun. Sie sind ein Weltenbummler, haben in verschiedenen Städten gelebt. Wie hat es Sie dann nach Schwechat verschlagen? Ja, Schwechat hat sich ergeben durch Zufälle, weil ich seit 5 Jahren in Schwadorf lebe. Und ich habe einen Laden gesucht in der Peripherie und da war das zufälligerweise frei und da haben wir uns etabliert. In Kombination nicht nur zum Maß, sondern auch Änderung und die Reinigung gleichzeitig, dass wir noch mehr Service für den Kunden bieten können. Das ist mir ganz wichtig. Beratungen und Bestellungen tätigt man direkt vor Ort. Für die Reinigung gibt es eine Kooperation mit dem Putzereigeschäft Stross & Partner in Wien. Das heißt nochmal in einem Satz gesagt, was bieten Sie alles an? Wir machen die Änderung, klassische Änderungen in jedem Bereich. Wir machen Maßhemden, Maßanzüge, wir machen Kleider, wir haben jetzt auch einen Auftrag Hochzeitskleid, wir machen alles in dieser Richtung. Also bis auf Kopfbedeckung und Schuhe, alles. Wie kam es zur Marke Nicolas? Wie ist die Idee entstanden? Die Idee ist so entstanden, dass ich eines Tages in Paris durch Paris gelaufen bin und in Paris gibt es so eine Vinothek, wo eben auch, die nennt sich auch Nicolas und das ist geschrieben rot auf orange und das hat mir gefallen und da ich auch so den Namen habe, habe ich mir gedacht, ich mache das auch. Ja. Wie sehen Sie die Zukunft der Branche an sich? Naja, die Zukunft der Branche an sich ist schwierig. Also ich bin relativ zuversichtlich, dass die Zukunft, das ist fraglich, wo die Reise hingeht. Leider Gottes werden solche Unternehmen wie eine Amazon und es wird alles nur mehr übers Internet und die Nachhaltigkeit geht komplett verloren. Und das ist sehr, sehr schade. Einen reinen Fashionladen heute zu führen, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Außer sie sind halt eine große Gruppe oder wie auch immer. Aber so wie es früher gegeben hat, diese Boutiquen und diese größeren Geschäfte, die gehen leider verloren. Das ist so wie Fleischhauer oder Elektriker oder diese ganzen kleineren. Das finde ich wahnsinnig schade. Was meinen Sie, sollten die Leute dazu ermutigen, eben nicht alles neu zu kaufen, sondern eben Dinge ändern zu lassen, umschneidern zu lassen? Es ist doch viel schöner, wenn man auch regional einkaufen kann, wenn man wohin geht. Man hat so wie sie in Wien auch haben, diese Grätzeln oder diese Bezirke oder auch bei uns in den Dörfern, in den kleineren Städten, dass man diese Leute fördert, nicht? Ich brauche nicht wegen jedem Blödsinn vor dem Computer und was bestellen. Das ist, ich finde das sehr, sehr schade. Natürlich haben die Leute immer weniger Zeit und vielleicht nimmt man sich das auch zu wenig vor, dass man nicht in die Geschäfte geht. Aber das sollte man fördern und auch die Kinder und die Kinder der Kinder sollten kleine Geschäfte erleben dürfen. Ich bin mit meiner Mutter noch an der Hand zu einem Fleischhauer gegangen. Das gibt es heute nicht mehr. Und das ist schade. Das ist ganz schlecht. Und dann fragt man sich, warum hier überall Leerstände sind. Aus diesen Gründen heraus, nicht?
Im Maßhemdengeschäft ist Nicolas Etévenard also bereits seit vielen Jahren. Es braucht mehr Produktion in Europa, betont der Unternehmer. Allerdings, seit Jahren ist er erfolglos auf der Suche nach einem Standort in Österreich. Sie haben vor einigen Monaten hier Ihr Geschäftslokal eröffnet. Wie sehen denn Ihre Zukunftspläne jetzt weiter aus? Naja, das schauen wir mal, das weiß ich noch nicht. Jetzt müssen wir mal den Virus überleben. Und je nachdem, wie uns die Schwächer da aufnehmen, bis dato waren sie nett zu uns, ja, wir werden hier sicher bleiben, aber ich möchte mich erweitern in diesem Sinn. Also ich möchte hier vielleicht noch eine zweite oder dritte Filiale machen. Und dann schauen wir. Mein großes Ziel ist eigentlich Produktion hier irgendwo in Niederösterreich, dass wir wegkommen von den Lohnwerkstätten in der Schweiz und in Tschechien und dass wir vielleicht ein Produkt Made in Austria machen können. Das ist eigentlich mein letztes großes Ziel. Also das möchte ich gerne noch machen.